So, ja, da sind wir wieder. Ich denke, ein wichtiges Thema, was wir hier noch eben abhandeln sollten, bevor es auf die Reise geht, ist ganz klar einmal die Abfahrtskontrolle. Das heißt, wir gucken uns die verschiedenen Dinge an. Es soll nichts schief gehen unterwegs. Ein bisschen Schiss hat man ja schon so auf der ersten Tour, ne? Aber wichtig ist, als allererstes, Gashahn zu, dass, wenn wir einen Unfall haben, nicht das unverhofft Gas ausströmt. Und danach gucken wir uns hier unten die Deichsel an. Ja, haben wir hier das Stützrad in Ordnung? Ist dieses Stützrad in Ordnung? Hält das einigermaßen? Nicht wichtig für den Transport, aber wichtig für den, fürs Rangieren. Ja, dann haben wir unser Fangseil in Ordnung, unsere Elektronik. Das überprüfen wir gleich bei dem Licht. Ja, dann haben wir hier unsere Notbremsleine. Hier die Anti-Schlingerkuppe, die hier verstellt wird, zeige ich euch gleich beim Draufpacken. So, jetzt sind wir hier am Ankoppeln. Handbremse nach unten, dann ist der recht leicht. Wir können ihn ein Stück vorziehen. Wir kurbeln ihn kurz vorher auf die richtige Höhe, ziehen ihn rüber. Diesen hier lösen wir und lassen ihn dann ab. Hier lassen wir ihn jetzt runter, bis wir hier den grünen Knüppel sehen. Jetzt hat er hier auch eingeklagt. Hier ist er grün, hier ist er auf dem Grün. Jetzt klappen wir den hoch. Der steht hier dann auf diesen zwei Merkmalen. Hier ist jetzt offen. Jetzt drehen wir an diesen Rädchen. Dann hören wir das Schnappen. Dann ist er angezogen. Jetzt klappen wir den runter, bis wir nicht weiter können. Und jetzt haben wir unsere Anti-Schlingerkupplung gesetzt. Setzen den Stecker an und natürlich auch ganz klar unsere Leine, wenn er abreißt. So, ja, da haben wir das soweit angeschlossen. Der muss natürlich unten sein. Sollten die Bremsen mal nicht richtig funktionieren, ja? Ich habe gute Erfahrungen bei Anhängern gemacht. Mal eben Handbremse an, mal ein bisschen vor- und zurückfahren, weil die Dinger schnell einrosten, die backen. Und dann schleifen die sich ein bisschen ein. Das machen die nach der Fahrt auch, wenn sie reingelaufen sind, in die Auflaufbremse und wieder zurück. Wenn wir das Ganze haben, dann kümmern wir uns die Beleuchtung. Let's go! Gucken, diese Kontaktleiste ist nach innen geschoben. Das heißt, der Stecker hat diese Leiste nach innen gedrückt. Das machen wir jetzt auf und holen das weiter nach vorne. Deswegen ging unsere gesamte Beleuchtung nicht. Ja, bis denn. So sieht das ganze Ding von innen aus. Es hat hier so ein paar Halter, womit das gehalten wird. Der muss natürlich nach unten durch und muss da wieder einrasten. Von innen sieht das gut aus. Das ist alles trocken. Das sind so drei kleine Klammern. Die eine ist direkt unter der blauen Leitung. Ja, da ist er jetzt eingeklammert wieder. Wir sind jetzt auch hier wieder ganz zurück mit der Steckerleiste. So, siehe da, so sollte sie sitzen, die Anhängerkupplung. Aus einer ganz neuen Situation wieder mal, direkt unter der Anhängerkupplung. Ja, da kann ich euch nochmal diese Mechanik von unten zeigen. Die ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Man sieht das sonst ja nicht so. So sieht die Mechanik von unten aus. Das ist der Klotz, das ist dieser hier. Der macht den auf. Na? Und das hier, das sind die Bremsbacken. Die sitzen hier in der Ecke und an dieser Ecke. Und das hier ist der Hebel, der zieht die beiden hier zusammen und klammert die. Diese werden erst raufgedreht, bis er rastet. Da, dann kommt eine Sperrung und dann kann man den runterdrehen und der macht den letzten Hub noch. So, da bin ich. So ist das aufgebaut hier unten drunter. Und ich denke, ist nicht schlecht. Also Anti-Schlingerkupplung, ne? So, jetzt wollen wir mal einstecken und dann soll Lasko noch mal versuchen, ob es geht, ne? Bremse drücken. Lasko, komm. Ab in Zugwagen. Ja, also hier bei der Abfahrtskontrolle, da kommt es drauf an, dass wir einmal als allererstes, wir beginnen damit Stromabschluss. Der muss runter. Das ist A und O. Wenn wir den vergessen, ist nicht das erste Mal. Deckel rein, Klappe zu, klack. So, das zweite ist, wir achten natürlich auch immer drauf, sind die Schrauben fest? Ja, die Schrauben von dem Reifen. Dann können wir noch mal gucken, das muss nicht jedes Mal sein, ob der Reifen Spiel hat, wackelt der. Ja,
Und als nächstes gucken wir, ob wir hier die Unterlegkeile haben, die wir dann zum Absichern, zum Wegrollen brauchen. Denn die können durchaus immer mal hilfreich sein. Ferner gucken wir, sind unsere Reflektoren in Ordnung? Ja, wir haben verschiedene Reflektoren, die helfen uns auf jeden Fall, wenn wir irgendwo auf einem Übergang stehen und von der Seite angeleuchtet werden. Und wir bleiben jetzt einfach stehen, wir haben seitlich keine andere Beleuchtung. Angenommen, wir stehen auf einer Kreuzung und nur der Wohnwagen steht auf der Kreuzung. Wenn wir die nicht haben, haben wir ein Problem. Dann gucken wir natürlich das Profil an von dem Reifen und wir gucken ungefähr, von wann ist der Reifen. Wichtig für die 100er-Zulassung. Ja? Da dürfen wir das Alter nicht überschreiten. Von 6-7 Jahren. So, dann dürfen wir die 100 eigentlich nicht mehr fahren. Ja, das ist hier in diesem Bereich mal eben das soweit abgecheckt. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Bereich. Du musst gleich eben die Signale geben. Hier. Okay, alles klar. So, das ist unser Gespann. Da wollen wir mal gucken, ob jetzt die Beleuchtung geht. Blinker. Ja, okay. Oh, einmal Bremse bitte. Gut. Nee, du sollst drinne Bremse drücken. Gut. Guck mal eben, Nebelschlussleuchte. Ja, okay. So, natürlich haben wir auch diese Lampe und auch die Lampe dort hinten auf Funktion geprüft. Wir bedanken uns für das Zuschauen, denn diese Sendung war aufgebaut auf Fahrsicherheit. Da geht es um das Gespann und denkt bitte dran, dass ihr die Stützlast eurer Anhängerkupplung so weit wie möglich ausnutzt. Wenn da 75 Kilo drauf sind, seht auch zu, dass ihr die auf die Anhängerkupplung kriegt. Umso mehr Kraft ihr auf die Anhängerkupplung habt, umso sicherer wird euer Gespann. Ja, wir haben über Reifendruck geredet, wir haben über die Millimeterprofile der Reifen, müssen natürlich darauf achten, dass das gegeben ist, dass die Reifen nicht zu alt sind wegen 100 km/h, dass sie nicht platzen. Die Beleuchtung ist wichtig, die Beladung des Fahrzeugs, dass sie ist homogen beladen, das heißt nicht einseitig, sondern von allen so ein bisschen, also links und rechts gleichzeitig verteilt und vorne und hinten und die Stützlast beachtet. Dass ihr das Gesamtgewicht nicht überschreitet. Dass ihr das Gesamtgewicht, wenn ihr es überschreitet, maximal 10%, das ist so im Bereich der Toleranz, von der man noch spricht. Es kostet auch Geld, glaube ich, aber minimal, gibt noch keine Punkte oder so. Da kann man wahrscheinlich noch mit leben. Ja, ansonsten wünschen wir euch gute Fahrt und wir werden uns melden. Und wir hoffen, wir konnten helfen. Und infolgedessen werden wir uns jetzt mit dem Gespann hier auf Tour machen. Und wenn ihr uns seht, dann hupt einfach mal. Und ja, der Lasko wird dabei sein. Und dann gucken wir uns das eine oder andere mal an. Bis denn, würde ich sagen, Studio Osterhände. Tschüssi.